heikle Fracht. Der hohle Baumstamm ist alt, sehr alt. Wie man jetzt weiß, genau 3425 Jahre. Das haben im Laufe des letzten Jahres Archäologen in Zürich herausgefunden. Im frisch renovierten Paracelsus-Gebäude von St. Moritz wird er jetzt ausgestellt. Es ist eine Heimkehr. Das bronzezeitliche Objekt ist Teil eines Sensationsfundes, der bei St. Moritz gemacht wurde. Die riesigen Lärchenstämme und ihre Einfriedung waren die erste Fassung der St. Moritzer Heilquelle. Ausgegraben wurden sie bereits 1907. Doch erst in jüngerer Zeit weiß man um die einmalige Bedeutung der Brunnenanlage. Opfergaben weisen klar darauf hin, dass dieses Quellwasser für die Menschen der damaligen Zeit etwas ganz Besonderes war. In dem einen ausgehöhlten Baumstamm hat man diese Metallfunde gemacht. Das sind zwei Schwerter, ein Schwertfragment, ein Dolch und eine Nadel. Beide Schwerter dürften aus dem bayerischen Raum stammen. Und ich bin eigentlich der Überzeugung, dass sie über Österreich, also durch das Inntal, hierher gelangt sind. St. Moritz also bereits 1400 vor Christus eine Art Tourismusmagnet? Wellness in der Bronzezeit sah allerdings anders aus als heute. Fragmente von Schöpfgeräten lassen diesen Schluss zu. Man konnte dann an diese Astgabeln einen Lederbeutel beispielsweise hängen. Ich gehe deshalb davon aus, dass getrunken wurde, also eine Art Trinkkur, sowohl kultisch wie medizinisch vielleicht auch. Ob gebadet wurde, das lässt sich natürlich nicht nachweisen, aber ich denke, es ist ein bisschen kalt und auch ein bisschen eng. Doch was war der Grund für die Attraktivität dieser Quelle, die später nach dem heiligen Mauritius benannt wurde? Zwei Experten. Das Heilwasser musste ja irgendwie sich bemerkbar machen. Und wie wurde man auf das Heilwasser aufmerksam? Die Quelle, die prickelte, sie war kohlensäurehaltig und sie wurde rot, weil sie eisenhaltig war. Wenn man in alten Dokumenten nachschaut, kommt immer wieder der gleiche Satz. Es läuft einem fast wie Champagner durch die Nase heraus, weil es wirklich derart übersättigt ist mit Kohlensäure. Die Quelle sprudelte, ihr Ruhm wuchs. Über die Jahrhunderte wussten die St. Moritzer immer mehr davon zu profitieren und bauten für ihre illustren Gäste das Kurareal zum Versailles der Alpen aus. Diese Quelle ist eigentlich der Promotor von allem, was St. Moritz später zu Top of the World befördert hat. Das neue Hallenbad von St. Moritz. 65 Millionen Franken ließ sich die Gemeinde den Neubau kosten. Keine Spur vom einst weltberühmten Heilwasser. Wenige Meter entfernt das für 5 Millionen sanierte Paracelsus-Gebäude. Auch hier vorerst kein perlendes Nass. Das Grand Hotel des Bains, heute das Kempinski. Von hier aus ebenfalls kein Zugang zur Mauritiusquelle. Es braucht einige Hartnäckigkeit, um zum einst größten Schatz von St. Moritz vorzudringen. Die Mauritiusquelle befindet sich in einem unscheinbaren Eckhaus neben dem Kempinski. Ein Kellerverlies. 1937 wurde die Quelle hier neu gefasst. Und nur hier unten, direkt an der Fassung, kann man ihn erleben, den einst so gerühmten Champagner-Effekt. Doch es gibt ja noch das Heilbadzentrum, eröffnet 1976 und längst nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Im Erdgeschoss ein Brunnen, momentan der einzige öffentliche Ort, um vom Wasser der Mauritiusquelle zu kosten. Doch ohne den Wow-Effekt. Es schmeckt eher abgestanden. Das Problem, bevor das wertvolle Nass hierher gelangt, wird es in einem Reservoir zwischengelagert. Ortswechsel. 60 Kilometer den Inn hinab nach Schkur. Hier sind Sauerbrunnen immer noch Teil des Alltags und des touristischen Erfolgs. Das 1991 eröffnete Borgne Engiadina, erst vor kurzem wieder auf den neuesten Stand gebracht, hat einen regelrechten Badeboom ausgelöst. Hier sind fast alle Becken mit Mineralwasser gefüllt. Und in Schkur, so scheint es, weiß man seine natürlichen Schätze zu nutzen.
Zugegeben, es gibt viel mehr Quellen als im Oberengadin. Im neuen Schwimmbad von St. Moritz treffen wir Gemeindevorstand Hans-Rudolf Schaffner. Von ihm wollen wir wissen, warum die Nutzung des berühmten Heilwassers im Neubau keine Rolle spielt. Das ist eine Frage der Schüttung. Wir haben einfach schlicht und einfach nicht genug Wasser. Wir wollten das ja, haben das auch geprüft, und wenn es nur für einen Trinkbrunnen wäre. Aber schlussendlich haben wir zugunsten des Heilwassers, das im Heilbadzentrum zur Verfügung stehen soll, verzichtet. In Thusis sitzen die Fachleute. Das Ingenieurbüro CSD überprüft für St. Moritz seit Jahren die Quellsituation. Die Schüttung der Quelle ist mit 30 Liter pro Minute recht gut, und damit lässt sich sicher einiges machen. Ob sie wie in der Vergangenheit für mehrere hundert Sitzbäder pro Tag genutzt wird oder künftig für ein größeres Bad in einem Mineralbad, wie es in Schkuol oder in anderen Orten genutzt wird, ist eine andere Frage, die man sich strategisch überlegen muss. Und damit ist ein weiteres Kapitel des Heilwasserkrimis von St. Moritz angesprochen. Denn selbst wenn die Gemeinde die Quelle touristisch wiederbeleben und das Heilbad neu inszenieren wollte, sie hat es aus der Hand gegeben. Das gesamte Areal ist 2001 privatisiert worden. Was man heute diskutieren kann, ist, war es nötig, den Heilbadbereich dort reinzubauen, oder hätte es genügt, wenn wir das Hotel privatisiert hätten? Heute hat ein externer Investor das Sagen. Das ist eine Gesellschaft, die in Österreich domiziliert ist. Sie hat russische Wurzeln, diese Gesellschaft. Und das Commitment ist ganz klar, die wollen hier Geld investieren, die wollen hier etwas erreichen, etwas bewirken und nicht kurzfristig ein Geschäft machen. Der Gemeinde bleibt nichts anderes übrig, als auf den Goodwill eines russischen Oligarchen zu hoffen. Sein Name, den darf keiner wissen. Wenn es gelingen täte, diesen Investor, den man leider nicht kennt, persönlich zu informieren, was hier für eine Geschichte stattgefunden hat früher und was für eine Möglichkeit bestünde, diese fantastische Geschichte wieder zu aktivieren, ich meinte, der hätte ganz bestimmt offene Ohren. Auf die Antwort darf man gespannt sein.